Nicht nett. Auf jeden Fall dauert die Aufgabe um einiges länger als die erste. Nachher wieder Probleme mit YouTube und der Musik hier. Komm, gib Stoff. Harry Potter, der langsamste Schwimmer der Welt. Haben die das Dianuskraut gefressen? Oder wird das abgeschossen? Kann ich das Dianuskraut abschießen? Das wäre nicht so gut. Ach ja, das ist da vorne ist so ein bisschen Glibber. Den muss ich wegschießen, sonst komme ich da nicht voran. Das ist wieder so eine Standsituation hier. Aber da hier auch so viele von diesen Viechern sind, muss ich mich hier bewegen. Ist gut weg. Trifft er nicht? Warum trifft hier nichts? Hallo? Ich ziehe es doch die ganze Zeit an. Trifft gar nicht. Trifft ihn glaube ich nicht. Oder das ist wieder ein Bug. Dort war knapp. Glibber, Glibber, Glibber. Machen den ganzen Glibber weg. Aber 55 Leben, das ist ja relativ viel. Ich glaube, es gibt auch sowas wie Checkpoints. That cutscene, du. Wow. Leck mich im Arsch. Da hat jemand bestimmt ganze 2 Sekunden dran gesessen, diese Cutscene zu machen. Ah, stimmt, ich kann das Dianthuskraut zerstören. Das ist natürlich richtig scheiße. Das hier gerade scheiße zu schwimmen. Wie sieht das denn überlegt? 5 Minuten sind wir schon unter Wasser. Ein Glück haben wir 1 Stunde Zeit, denn so lange dauert die Aufgabe auch. Nein, das wäre ein bisschen übertrieben. Obwohl wir natürlich relativ schnell. Ich glaube, die Cutscenes sind doch so kleine Checkpoints. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. So, 1. Hallo. 2. Weiß ich, wie oft ich die Dinger treffen muss, dass die kaputt gehen. 3, 4. Okay, schon am besten. Was war das denn? Am besten schon mal direkt auf die nächsten schießen. Ist ein bisschen Entfernung, da muss man hier nicht so lange rumtüppeln. Meinen muss man schon so lange rumtümpeln, weil er einfach nichts trifft. Los. Ist immer noch nicht kaputt. Was soll er denn? Los. Ich glaube, wir sehen gleich schon. Wir kriegen gleich nur ein Schild, weil wir so lange gebraucht haben. Wenn überhaupt. Los jetzt. Weil 6 Minuten mir schon relativ lange vorkommen. Für die Aufgabe. Letztes Mal mit dem Drachen hatten wir 2,5 Minuten, da waren wir fertig. Hey. Ah, guck mal. Das war's schon. Okay, ich dachte, es geht jetzt noch länger. Aber anscheinend war's das. 16 Minuten. Gold. 3 Schilde gewonnen. Yay, jetzt brauchen wir nur noch 8. Bubu-Tlosch oder Turmblöcke freigeschalten. Okay. Keine Karten bekommen, aber ein paar Böhnsche.
Dann gucken wir uns die beiden Herausforderungen nochmal an. Schlau die Beurteilung auf die Ziele, um innerhalb des Zeitlimits möglichst viele Punkte zu halten. Okay. Machen wir Termine. Nochmal. Ist egal. Oh Gott. Okay. Wer hat sich denn das ausgedacht? Hm, da war getroffen. Sehr gut. Na komm. Na komm. Wenn dieses Spiel mal richtig funktionieren würde, ne? Dann wäre das hier alles kein Problem. Und das war mehr als getroffen. Okay. The fuck? 25 Punkte habe ich nur gekriegt bis jetzt. Was? 10 geben die Großen. Ja, mit dem Zielen hier ist das leider nicht so pralle. Beziehungsweise mal so gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ah, du Scheiße. Komm schon. Ich will ihn da hinten treffen. Das setze ich mir jetzt als Ziel. Komm. Ja, wenn das, guck mal, wenn das wirklich funktionieren würde, ne, dann wäre das bestimmt eine lustige Aufgabe. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Beeilt euch. Ja, du bist witzig. Weil du dich selber. Hey. Getroffen. Oh, dann treffe ich den mit dem Ding da hinten. Nö, weil der gar nicht nach hinten zieht momentan. Warum auch immer. Hey, pling. Und... Ist ja wieder gar kein Ziel. Goddammit. Das wird so was von gar nichts hier. Weil mit den Dingern einfach schlecht zu zielen ist. Das ist ja eigentlich nur auf gut Glück irgendwo rausballern. Weil mit Zielen kannst du hier vergessen. Silber, 50 Bohnen gewonnen. Ne, Bronze, 50 Bohnen gewonnen. Yay. Tja, nein, danke. So ein Blödsinn. Gucken, was ist die andere Aufgabe? Irgendwo eine Tür stand da. Türmchen bauen? Oder hatten wir das schon? Haben wir schon ein Türmchen bauen? Turmblöcke. Stell die 5 Blöcke mit Veganen so schnell wie möglich auf die auf dem Symbol in der Mitte der Ebene übereinander. Können wir versuchen. Könnte aber auch schwierig werden, weil halt wieder alle anderen Leute nicht so mitmachen, wie ich es gerne hätte. Aber wir können es probieren. Wingardium Leviosa. Hopp. Steht da übrigens mies, weil ich das Ding da hinstellen muss. Haha, jetzt muss der ganze Spaß natürlich auch noch stehen bleiben. Na komm. Dum 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 d
stehen so wackelig, ne? Komm, hopp, hopp. Komm, schnell. Na, schaffen wir 1,30. Nein! Okay, Level beenden, ja. Dann müssen wir nochmal versuchen. Der ist leider mit dem letzten umgekippt. Jetzt 25. Hätten wir schaffen können, wenn der eine am Anfang nicht runtergefallen wäre und das am Ende nicht umgekippt wäre. Könnten wir das, glaube ich, schaffen. 2, 1. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ah, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Die stehen nicht unbedingt schräg aufeinander. Hm. Ja, ganz toll. Oh, letzter Versuch. Dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Warum kann ich endlich nicht wiederholen? Warum steht da nicht neu anfangen? Neuer Versuch. Irgendwie sowas. Ich mache es mal anders. Wir fangen mal links an. Harry. So, nur hier. Ron. Dauert er so lange. Komm, komm, komm. Nächster. Oh, wer macht da jetzt wieder nicht mit? Kommt jetzt. Siehst du, das ist das Problem. Schaffen wir bestimmt gleich nur Silber. Weil sie hier einmal nicht mitmachen wollten. Oder weil sie allgemein ziemlich langsam sind, die mitmachen. Los, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Oh, du willst mich doch verarschen. Hm. Komm, lass ihn wenigstens einmal richtig stellen. Kann doch nicht wahr sein, dass der immer umkippt. Hopp. Der muss doch irgendwann mal stehen bleiben. Ron. Ach komm, weißt du was? Blöder Scheißturm. So, wir gehen jetzt, wir müssen ins Bad, da weitermachen, ja komm, ein Schild kann ich heute noch holen.
Hermione. Weil wir jetzt ganz viel mit Herbivikus arbeiten müssen. Hier direkt müsste irgendwo ein Schild sein. Da liegt eins. Da liegen zwei. Nur wie kommen wir da hin? Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Komm! Wingardium Leviosa! Oh, wollte mich eigentlich verarschen. Acht von zehn. Ich hasse diese Viecher. Machst du kaputt. Ja. Ja. Jawohl, geschafft. Pusch. Na, hier komme ich nicht wieder hoch, ne? Da muss ich da hinten hoch. Dafür also der Stein. Ja, könnte genug. Ne, ist nicht genug. Kommt. Beifuß. Hat der den immer noch nicht kaputt gemacht? Was macht der denn so lange? No. Was war das denn? Ah, da oben liegt auch noch ein Schild. Das ist ja mal wunderbar. Was macht ihr denn damit? Warum ist der nicht kaputt? Komm. Alle mal mit anpacken. Schweben, 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 einfach schweben. Kann der da nicht hoch? Ja, da müssen wir den über Umwege dahin bringen. So. So gedacht ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt da und wir können das Schild da einsacken. Denn wir können jetzt hier rüberklettern. Ron ist schon fast kaputt. Wie kommt das? Das ist, als würde man wieder sagen, hier, pass auf die Leute auf, damit die sich nicht verletzen. Wenn die tot sind, musst du nochmal anfangen. Solche Missionen sind das. Keine neuen Karten, ein paar Böen schön. Gut, hätten wir das. Mal gucken, wie viele brauchen wir noch. 6, 5, 6. 7. Ja, also das Bad der Vertrauensschüler müssen wir da auf jeden Fall leer räumen. Oh, das ist blöd. Naja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oder weiter, wisst ihr was? Zur nächsten Aufnahme habe ich die 7 Schilde gesammelt, dann können wir weitermachen mit dem Labyrinth. Einfach weil ich mich nicht so lange mit dem Spiel aufhalten will, ehrlich gesagt. Deswegen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich alle 7 Trimagische Schilde hier gefunden habe. Bis dann, Leute. Ciao.